Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es weiter mit dem Haus. Es ist ja schon aufgebaut und heute geht das weiter mit Dacheindecken. Ja, als allererstes wurden die Velux-Fenster schon eingebaut. Das konnte ich leider nicht filmen. Ich würde sagen, die gucken uns einfach mal gemeinsam an, wo die sind und wieso die da sind. Genau. Ja, Mariam steht gerade hinter der Kamera. Die traut sich noch nicht so ganz vor die Kamera heute. Ja, ich sehe noch ein bisschen zerdeckelt aus. Ja, von der Unfall. Wer es nicht gesehen hat, gibt ein Video dazu, wie sie auf der Motocross-Strecke richtig aus dem Maul geflogen ist. Ja. Und auch so ein bisschen grün und blau im Gesicht ist. Richtig. Ja, wir stehen jetzt hier im Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur. Und hier ist der Treppenaufgang. Und das erste Velux-Fenster ist nämlich direkt hier im Treppenaufgang. Oh Gott. Sieht man? Ja. Sieht voll gut aus. Genau, einfach damit man später hier im Flur halt erstes Licht hat beim Hochgehen. Anders bringt es dann auch noch in diesen Raum generell mehr Licht rein. Auch wenn man schon sieht, wir haben generell sehr viele Fenster. Gerade diese Eckfenster sind halt super schön, finde ich. Das mussten wir leider verkleinern, weil da halt der Ofen hinkommt. Genau, vorher war nämlich der Ofen beim alten Haus. War hier der Ofen. Und die Treppe war. Einmal umdrehen. Die war hier direkt neben der Hauseingangstür. Sieht man hier auch noch auf dem Boden. Genau. Ah, nee, sieht man doch. Doch, hier war noch die Wand. Ja, genau. Da war die hier Wand. War der Balken früher. Ja. Das mussten wir ändern. Und zwar gibt es eine neue Regelung, dass man das Ofenrohr, das muss jetzt seit irgendwelchen neuen Gesetzen, muss jetzt an die Giebelseite gehen. Und das ist einmal unsere Giebelseite. Und das ist unsere Giebelseite. Mhm. Hier geht das nicht, weil das wird ja alles Küche später. Das heißt, wir hatten nur noch diese Wand, wo der Ofen hin muss. Sie haben mir gesagt, gut, Treppe kommt hier hin. Dadurch haben wir auch die Raumaufteilung oben ein bisschen besser gestalten können. Und im Ofen haben wir in die Wand. Und deswegen, wie man schon gesagt hat, mussten wir das Fenster ein Ding verkleinern, die Wand ein bisschen größer dort machen, Genau. Dass er da hinpasst. Aber ist auch ganz schön, ja, wollte gerade sagen. Gut, da sind wir hier im Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer haben wir jetzt auch ein Velux-Fenster. Das war vorher nämlich auch dort. Ist einfach schöner, finde ich. Also, klar, wir haben die große Türfenster, wo später Balkon hinkommt. Aber ich finde, Schlafzimmer kann man nie genug Licht haben. Ich finde es ganz schön. Vor allem lüfte ich immer sehr gerne. Ja, Marvin, am liebsten alle Fenster die ganze Zeit offen. Auch im Winter. Schlimm. Das findet Victor ganz toll. Ja, nicht wirklich. Ja, und hier haben wir nochmal das andere Velux-Fenster. Gut, ich würde sagen. Cool. Dann geht jetzt nach der Nacht. Ja, Unterschlag ist schon fertig. Hier ist eine Veränderung zum alten Haus. Und zwar, wenn du mal rankommst, die ganzen Dachsparren sind jetzt alle sichtbar. Vorher hatten wir das hier so zugemacht, wie so ein Kasten. Aber ich finde das so eigentlich viel schöner. Hier ist so eine leichte Lasur drauf. Man sieht noch die Holzstruktur dadurch. Der Unterschlag ist diesmal nicht sozusagen hier, sondern da drunter. Und ich finde, das gibt dem Ganzen viel mehr dieses Holzhaus-Look, den amerikanischen Stil, den wir haben wollen. Ja, finde ich auch. Ja, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum letzten Mal. Finde ich so schön. Da bin ich letztes Mal nicht drauf gekommen. Das war der Dachdecker, der es gemacht hat. Der kam jetzt auf die Idee und meinte, man kann es doch so machen. Ich so, stimmt. Haben wir das nicht vorher gemacht. Gute Idee. Ja, ich finde, das sieht viel schöner aus. Ja, auf jeden Fall. Genau, das Dach ist jetzt fertig. Wie ihr im Video gesehen habt, gehen wir hier hoch. Ja. Regenrinne ist auch fertig. Dach ist drauf. Wunderbar. Das Einzige, was noch nicht fertig ist, sind jetzt die Fallrohre, weil die Fassade fehlt ja noch, die wird ja daran dann kommen. Das kommt dann später und dann geht das jetzt weiter mit Fenster einbauen. Yay! Ja, wir ziehen jetzt schon mal die Kabel, also die Grobinstallation, durch. JP zieht auch mit Kabel, das ist ein Profi hier. Profi? Gelernter. Elektriker. Elektroniker. Ich habe gar keine Ahnung von Elektrik. Ja. Ja. Vor allem Elektrik ist echt so eine Sache. Ich kann es gar nicht. Ich hasse Elektrik. Ich hasse es. Also wir verlegen das ja nur und dann nimmt das jemand ab. Ja, genau. Ich denke, dass wir das alleine machen. Nee, wir ziehen jetzt hier nur die Grobinstallation, die ganzen Strippen und sowas, weil jetzt
in 3 Tagen kommt ja alles zu mit Rehgips und Dämmung sowas schon, deswegen muss das rein. Der Elektriker kann nur vorher nicht. Sie haben gesagt, ziehen wir schon mal die Sachen durch. Das, was der kann, können wir auch. Ja, easy. Easy. Und dann alles andere installieren, Steckdosen, den ganzen Kram, das macht er. Nur halt, dass die Kabel schon mal drin liegen, dass die Tür gemacht werden kann. Genau. Tolle Arbeit. Wir haben es gefühlt 30 Grad. Es geht eigentlich. Es ist kühler als draußen, also es ist trotzdem gut warm. Da oben ist gut warm, ja. Ja. Und jetzt gerade ein bisschen die Kabel ein bisschen in Ordnung reinbringen. Mit diesem Kabelklemmen hier. Also ein bisschen Anlage. Das sieht auch gut aus. Yeah. Oh-oh. Ah-oh. Ist ein bisschen kurz. Ah-oh. Oh, wird schon reichen. Danke. Tu was für dein Geld. Ich würde jetzt in dem Video ganz gerne so ein paar hilfreiche Tipps geben, so, aber... Aber kannst du ja auch. Ich habe gar keine Ahnung. Also, Leute, immer die Kabel schön nicht auf Spannung verlegen. Gut. Das kann ich schon mal so dazu sagen. Und genug lose lassen. Halt unten, wo man anschließt, dass man damit arbeiten kann. Ja, das war's auch schon. Und die richtigen Kabel nehmen. Die richtigen Kabel. Was hast du da? Beschriften. Oh. Haben wir noch nicht gemacht. Ist aber Sinn. Sollten wir auch nochmal machen. Vielleicht. Sollten wir nochmal machen. Maria beschriftet die Kabel. Genau. Maria hat den Durchblick. Ich hab den Durchblick. Gut, also die so Probe Vorinstallation ist fertig für das Obergeschoss. Das ist erstmal das Wichtigste, weil halt die Decke und alles da schon reinkommt. Ja, und alles, was unten kommt, das kann auch von anders gemacht werden. Das ist mal so Löwenteil gemacht. Du sollst uns arbeiten. Richtig. Also ich glaube, wir haben alles. Eben ist das echt mal beschriftet, ne? Also hier hängen schon 4 Kabel. Und keiner weiß, wo sie hingehört. Du musst jetzt echt schon gucken, welches wohin gehört. Stark. Oh oh. Hast du das zum Schreiben? Hast du das zum Schreiben? Mm, nee. Edding? Mm-mm. Kugelschreiber? Mhm. Kann man Kugelschreiber auch schreiben? Nein, das ist mein. Nee, nur Edding. Ja. Mhm. Ja, blöd. Ja. Und du? Du meinst das Motor. Ja. Ja. Gut. Feierabend, oder? Ja. Ja? Ja. Ja. Gut. 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 Toll. Grillen.